Veränderung für Allah liebt und lobt. Und Abu Bakr hat keine Hijra gemacht vorher mit den Sahaba und ist in Mekka geblieben in einer sehr schweren Zeit, weil er hoffte, dass er mit dem Prophet diese großartige Tat machen darf. Und als dann der Befehl Allahs kam, dass sie die Auswanderung machen, ja, kaufte Abu Bakr radiallahu anhu, da hat er schon 2 Reittiere vorbereitet und kam zum Prophet und sagte zu ihm: Hier, Gesandter Allahs, damit wir auswandern. Der Prophet, was hat er gemacht? Hat er gesagt, okay? Der sagte: Nein, ich nehme das Reittier nur, wenn ich ihr das abkaufe, sonst nicht. Warum? Weil der Prophet die Belohnung von der Auswanderung 100% selbst haben will. Weil es eine große Tat bei Allah ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Prophet sucht nach Lohn, sucht nach Hasanats, damit er sein Konto füllt. Und sagt zu ihm: Ich nehme dieses Pferd oder dieses Reittier, nur wenn ich es bezahle, sonst nicht. Und dann machten die diese schöne, diese gesegnete Auswanderung, der Sieg für den Islam. Und auf dem Weg, wie ihr wisst, als sie in der Höhle waren, und Allah zeichnet dieses schöne Ereignis im Koran, Surat Tauba, auf und sagt, und es ist auch eine Ehre für Abu Bakr radiallahu anhu, dass er im Koran erwähnt wird und gelobt wird. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibih la tahzan inna Allah ma'ana. Was für eine Ehre, liebe Geschwister. Allah sagt in diesem Vers: Wenn ihr ihm, dem Gesandten, nicht hilft, so hat ihm Allah schon geholfen, damals geholfen, als diejenigen, die ungläubig waren, ihn als einen von zweien, er und Abu Bakr, vertrieben aus Mekka, als sie beide in der Höhle waren und als er, dem Gesandten Allahs, zu seinem Freund, zu seinem Gefährten sprach: Sei nicht traurig, sei nicht traurig, denn Allah ist mit uns. Allah ist mit uns beiden, O Abu Bakr. Was für eine Ehre, liebe Geschwister. Und genauso in dem Hadith, der dies behandelt, der authentisch ist, als die in der Höhle waren und der Prophet war müde und hat geschlafen. Und Abu Bakr konnte nicht schlafen, er hatte Angst um den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Er trug die Sorgen der Umma, die Sorge des Korans, die Sorge des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er konnte nicht schlafen. Ja, er hatte Angst um ihn. Er hatte Angst, dass die Ungläubigen, die Götzendiener von Mekka, sie finden. Die waren ihnen auf der Lauer. Er hatte Angst, dass ein Skorpion oder irgendein Tier ihn beißt. Ja, und dann hatte der Abu Bakr hatte die Löcher zugestopft mit Händen und Füßen und wurde von einem Skorpion oder von einem Tier gebissen. Aber er wollte keinen Laut, keinen Mucks von sich geben, damit er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht stört. Obwohl er so starke Schmerzen empfand, bis er sich aushalten konnte und eine Träne kam. Und dieser Tropfen auf den gesegneten Gesicht von Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwachte und fragte: O Abu Bakr, was ist los mit dir? Er sagte zu ihm: Nichts, O Gesandter Allahs, nichts. Er sagte: Sag mir, was mit dir ist, O Abu Bakr. Er sagte: Wallahi, nichts, O Gesandter Allahs. Schlaf ruhig. Mich hat nur ein Tier gebissen oder irgendetwas von der Erde. Allahu Akbar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn mit dem Segen vom Prophetentum ganz kurz behandelt und als wäre nichts gewesen. Und danach, er hatte weiter Sorgen und fürchtete sich um den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie ihn erwischten, und sagte zu ihnen, als sie gerade draußen waren vor der Höhle, die Götzenanbeter, die Feinde des Islams, die sagten dann zu ihm, Abu Bakr sagte: O Gesandter Allahs, wenn sie doch nur ihr Kopf neigen oder nach unten schauen, dann werden sie uns sehen. Und wie gesagt, er fürchtete sich nicht um sein eigenes Leben. Er fürchtete sich um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm und beruhigte ihn. Dann sagte zu ihm: O Abu Bakr,
Oh, Abu Bakr, was hältst du von zwei Menschen, bei denen der dritte Allah ist? Was hältst du von zweien, dessen dritter Allah ist? Allahu Akbar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war da und Abu Bakr radiallahu anhu war da. Und wer war mit ihnen? Allah azza wa jal. Was hältst du von zweien, dessen dritter Allah ist? Und genauso ging das dann weiter, dass Abu Bakr radiallahu anhu yani in guten Taten nicht zu überbieten war von keinem. Und er war bei fast jeder Schlacht dabei und kämpfte mit seinem Vermögen und mit seiner Seele für Allah Azza wa Jal. Und dann, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb und Abu Bakr wohnte nicht in der Nähe, yani der in Medina nicht in der Nähe vom Haus von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von der Moschee, sondern ein bisschen weiter weg. Als er davon hörte, kam er nach Medina, kam er zur Moschee des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und er sah die Sahaba, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sah sie geschockt, er sah sie gekränkt, er sah sie wie benommen, wie als wären sie betrunken, als wären sie in Trunkenheit. Der eine ist in Ohnmacht gefallen. Der eine saß und der eine sprach. Umar holte sein Schwert raus und sagte: Derjenige, der sagt, Muhammad ist gestorben, ich werde ihn töten. Sie konnten das nicht fassen, weil sie ihren Liebsten, Allerliebsten, den Gesandten Allah vor sich starben, als Toten sahen, dass seine Seele herauskam. Was passierte mit Abu Bakr? Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, der beste Freund und Gefährte des Gesandten, der größte und beste Muslim dieser Gemeinschaft und dieser Gemeinschaft bis zum Tag der Auferstehung. Und wie ihr wisst, in Hadith von Muhammad, wenn man den Iman von Abu Bakr auf eine Waagschale legt und den Iman von allen anderen Muslimen, so überwiegt der Iman von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Allahu Akbar. Als er dann kam, er ging dann in das Haus von Aisha radiallahu anhu, seine Tochter, die Frau vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er ging rein und sah den gesegneten Leichnam von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er schaute zu ihm. Er küsste den Propheten sallallahu alaihi wasallam zwischen den Augen. Er küsste ihn und sagte zu ihm: Tibta mayyitan wa hayyan ya Rasulullah. Er sagte zu ihm: O Gesandter Allahs, du bist wunderschön, tot und lebendig. Lebendig und tot bist du wunderschön, O Gesandter Allahs. Und dann ging er heraus. Er ging heraus aus dem Haus und sprach zu den Gläubigen, die verrückt geworden sind. Er sprach zu ihnen und sagte zu ihnen ganz wertvolle Worte. Allah hat ihm Thabat gegeben. Er sprach zu ihnen und sagte: O ihr Gläubigen, derjenige, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam angebetet hat, er soll wissen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist gestorben. Aber derjenige, der Allah anbetet, er soll wissen, Allah lebt und wird niemals sterben. Und hat dann die Verse aus Surat Al-Imran, dritte Sura, verlesen. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nur ein Gesandter. So sind vor ihm schon Gesandte oder Propheten entsandt worden. Ist es denn so, dass wenn er stirbt oder getötet wird, dass ihr umkehrt, dass ihr euren Rücken zeigt, dass ihr ungläubig werdet? Derjenige, der sich abkehrt, er wird nicht nur sich selbst schaden und er wird Allah Azza wa Jalla nicht in keinster Form schaden und Allah Azza wa Jalla wird diejenigen, die dankbar sind, belohnen. Und dann wurde er natürlich rechtens zum ersten Khalifen gewählt. Rechtens von den Sahaba als ersten Khalifen ausgesucht. Weil er das erste und das größte Recht dazu hatte. Und das mit den Beweisen von vielen, vielen Hadithen. Und dass ihn die größten Sahaba auch ausgewählt haben. Was hat er gemacht, als er Khalifa wurde? Was hat er gemacht in den zwei Jahren, in denen er der Führer der Gläubigen war? Wie waren seine Taten?
Er war hierauf weiterführer.